Weiter geht's mit Alien Isolation. Bei uns ist hier aber weiter durch die Krankenstation kämpfen. Mir ist beim Schneiden der letzten Folge nochmal aufgefallen, dass ich da ein wichtiges Detail übersehen habe. Oder eher gesagt nicht bemerkt habe. Könnt ihr euch noch an diese Frau erinnern? Die hat uns ja erzählt, dass hier ein Patient angekommen ist, der anscheinend Parasiten in sich drinne trug. Und ich hatte ja vermutet, das hätte unsere Mutter sein können. War es aber nicht. Wir haben dann etwas später im Operationsraum diese Frau gefunden. Und die hatte ja ein Loch im Bauch drinne. Und ich dachte erst, ihr wäre das gleiche passiert wie mir, also das hier. Hello. Ach du Scheiße. Aber wenn man mal genau hinguckt, offensichtlich nicht. Man sieht, das Blut hängt noch oben an der Decke und man sieht so eine kleine Blutspur, die weggeht von der Leiche. Das heißt, wahrscheinlich wird die Frau aus dem Video die Person gemeint haben, dass die infiziert war mit Parasiten. Das heißt, aus ihr ist das Alien rausgekommen. So vermute ich zumindest, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber würde schon Sinn machen. Und das habe ich letzte Folge nicht wirklich gecheckt. Wahrscheinlich. Da ich Angst hatte vor dem Alien, was mir die ganze Zeit über die Schulter geatmet hat. Aber gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns ja mal weiter um. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollten. Was stand hier nochmal zu unserer Mission? Leiten Sie das Evakuierungsverfahren ein. Okay. Machen wir das doch mal. Wir hätten hier einen Generator. Frage, was der macht. Ich aktiviere den einfach mal. Ich hoffe, der macht hier keinen Blödsinn. Und diese eingefrorenen Roboter. Wenn die jetzt aufwachen, wäre ein bisschen nervig. Okay. Das sieht schon mal nicht gut aus. Ich hoffe einfach mal, die schlafen weiter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Mal da runter gucken. Hier ist zu, hier ist zu. Okay. Immerhin schon mal ein Weg, den wir ausschließen können. Mal sehen, was ist denn hier? Was war denn hier? Kein Plan. Aber die schlafen noch. Oh nein. Zappert's da? 20 Meter? Oh nein, ist das Vieh schon wieder hier? Noch keine Sekunde Ruhe. Okay, wir gucken uns da mal vorsichtig um. Da ist noch ein Generator, wie ich, wenn ich das richtig sehe. Da können wir das wieder reinpacken, was auch immer das ist. Ich würde mich aber gerne noch mal ein bisschen umgucken. Zum Beispiel ihn hier. Vielleicht hat er noch was Brauchbares, aber sieht mir nicht so aus. Und da fällt mir ein, ich wollte ihm auch mal ein paar Sachen herstellen. Was im Metall ja schon so voll ist. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Medikits. So, da können wir glaube ich noch eins tragen. Basteln wir uns mal eins. Fünfer Maximum, oder? Oder auch nicht? Ne, geht noch mehr. Okay, keine Ahnung, wie ich drauf komme, dass 5 Maximum waren. Machen wir vielleicht mal eine Blendgranate, haben wir noch keine. Kann man ja vielleicht auch mal gebrauchen. Rohrbombe haben wir leider nicht mehr genug für. Und Geräuschemacher können wir uns mal leisten. Den letzten haben wir schon mal verbraucht, aber der hat ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Dann ja. Sieht doch erstmal gut aus so. Sieht doch, dass wir ein bisschen was mitnehmen können. So, Taschenlampe braucht. Geht immer noch nicht, aber Ethanol auch nicht. Aber Schrott. So, dann gehen wir nochmal die Treppen hoch und aktivieren mal den zweiten Generator. Lampe gesperrt. Da geht's auch nicht rein. Und hier liegt auch nichts mehr. Okay. So, ran da. Und drei. Okay, mal sehen, was passiert. Das geht wieder auf. Und die Tür geht auf. Das geht nicht gut. Das ist immer noch gesperrt. Hat der rote Augen? Nee. Vielleicht ist er nett. Aber nach der Musik zu urteilen, würde ich eher sagen, nein. Komm, geh einfach weg. Der scheint mir dann nicht so freundlich zu sein, vermute ich mal. Wo müssen wir denn hin? Nur noch hier irgendwas machen. Weiß noch nicht genau was. Kann man hier irgendwas interagieren? Nee. Und wo ist er hin? Ist auch weg.
Jetzt ein Schatten ist da. Oh, hier. Können da rangehen. Ich höre das Alien und den Typen. So schnell ran da. Ach, ich muss es aufhängen. Unter Druck auch noch. Bitte das Einfache. Ja, sehr gut. Das hier. Das hier. Und keine Panik, schieben da. Komm, komm, komm. Das dauert immer so lange. Nichts. Was ist jetzt passiert? Wir haben Strom angeschaltet oder so? Ich habe keine Ahnung. Klingt alles nicht sehr gut. Welcher Weg? Hier raus? Irgendwo ein Schrank. Da. Komm, 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 geh auf. Boah. Irgendwie dran sind wir sicher. Okay. Wo müssen wir hin? Da hinten. Wir verstecken uns erstmal ein bisschen. Gucken uns hier um. Na gut. So weit geht es hier nicht. Das hoffe ich doch, dass du nicht hier nachkommst. Was haben wir hier? Sieht mir nach einer Sackgasse aus. Hier ist ein bisschen größerer Raum. Ich würde sagen, hier könnte das Alien theoretisch reinpassen. Aber ich hoffe mal, es ist nicht hier. Ich sollte vielleicht auch mal ein Medikit verwenden. Da habe ich wenigstens die Chance, einen Hit für so einen Roboter zu überleben, glaube ich. Das Medikit, wenn nicht herstellen, benutzen. So. Und. Sieht schon besser aus. Wieder die Waffe rausholen. Junge, ist das hier laut wieder. Liegt doch nichts rum. Hier wird der Weg immer wieder ein bisschen enger. Bin ich mich schon ein bisschen sicherer. 40 Meter. Rechts mir noch mal Sack. Was so aus? Ja, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Oh, kann man das aufmachen? Achso, ist ein Schacht. Ich höre die Schritte ziemlich laut. Zwei Punkte auf dem Radar. Ich höre das Alien noch hier wieder direkt. Vielleicht nur rausgucken, nicht rausklettern. Oh, ich bin hier wieder in diesem Generatorraum, oder? Ich höre es doch hier direkt. Bitte pass hier nicht rein, das passt niemals rein. Kriegen sie sich in die Haare? Sieht nicht so aus. Oder er meinte unidentifizierte Spezies oder so. Ist das weg? Nee. Das campt hier den Eingang ab. Oder? Doch, das läuft hier auch immer noch rum. Gut, zurück den Weg. Kann ich hier drin sprinten? Nee. Wo soll ich denn jetzt hin? Nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hätten noch irgendwas in den Raum machen müssen. Naja, immerhin scheinen wir den Roboter abgehängt zu haben. Der läuft wieder in seinen Standardraum rum. Ist das zu laut hier drinnen? Das ist nervig. Irgendwie erschrocken, Alter. Ja, das ist natürlich unfair, dass er einfach durch Wände gehen kann. Ey, ich hab mich da drin so sicher gefühlt. Mein Gott. Immerhin ist jetzt wieder kurz ruhig. Gut. Kurz mal auf die Karte gucken. Wir haben das hier aktiviert und dann? Wo raus? Nach rechts? Nach links? Darum? Ich habe keine Ahnung, wir müssen ja wieder zu denen, denke ich mal. Und die laufen ja irgendwo, oder liegen irgendwo in der Transitstation rum. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, wo der Weg ist. Naja, wir schalten hier den Strom wieder an. Und deshalb wissen wir immerhin, was passiert. Oder zumindest in etwa. Gut, dann hier noch den zweiten Generator einmal schnell benutzen. So, und dann kommt der Roboter da gleich wieder raus. Diesmal wissen wir es aber. Wir wissen auch, wo wir jetzt gleich hin müssen.
wieder nach da vorne. Dehnt sich eine Runde und wenn er nach rechts abhaut, gehen wir zum... Ja, keine Ahnung, zum Terminal. Hacken das nochmal. Und dann... Ja, dann weiß ich auch nicht so genau, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich gehe dann mal durch die Tür raus und dann rechts rum. Ripley, alles in Ordnung? Ja. Noch, ja. Gerade fast einen Herzinfarkt gekriegt. Oh, er geht diesmal anders so lang. Das ist natürlich ungünstig. Das AIM ist auch wieder hier, oder? War ich das richtig? Da steht er da dran. Das sieht nicht so gut aus. Geht jetzt links oder rechts rum? Besser geht links rum, schön um das Loch. Soll er sich mal fressen lassen? Oh. Jetzt kommt er wieder da runter. Hab ich gesehen, ne? Hat er, glaube ich, was gesagt. Ja, geht durch. Die Frage ist, was das heißt. Ich glaube, das heißt, man sollte da nicht unter durchgehen. Aber ich muss dort lang. Wie dicht darf ich daran? Okay. Jetzt schnell. Aber nicht sprinten, sonst hören die uns. Komm, komm, komm. Da. So, schnell, schnell, schnell. Dauert immer so lange, ja. Habt ihr euch gesehen? Bin nicht ganz sicher. Ach, ist Strom jetzt schon an? Oh, anscheinend schon. Okay, er hat es nicht gesehen. Ich kann jetzt aber kaum was erkennen mit den hellen Lichtern. So, da ist die Tür aufgegangen. Ist da eine Tür aufgegangen? Ich glaube nicht. Man könnte trotzdem mal da hingucken. Vielleicht können wir sogar noch speichern, wenn wir Glück haben. Muss auf ihn hoffen, dass der hier jetzt nicht nach rechts läuft. Was macht er da? Wieso muss sich ein Roboter überhaupt dehnen? Das macht keinen Sinn. So. Die Tür ist noch zu hier. Wir könnten, wenn wir Glück haben, zum Speicherpunkt. Komm, komm, komm. Und? Ja, sehr schön. Dass wir das immer nicht normal machen. Das Alien hängt ja schon wieder im Lüftungsschacht. Aber wir schleichen uns wieder dran vorbei. Okay, sehr gut. Und wenn es da hängt, dann wissen wir immer, wo es ist. Da ist zu. Da ist zu. Und blinkt das. Oh oh. Ich hab's gerade noch gehört. Operationssaal, da waren wir schon mal. Ich höre sie überall laufen. Können wir uns verstecken? Mal kurz auf die Karte gucken. Da müssen wir hin. Okay, wir gehen raus, rechts. Dann nochmal rechts. Das sollte hoffentlich passen. Ich hoffe, das Alien ist immer noch oben in den Lüften. Schächten. Ich weiß nicht, komm, schau einfach mal, lauf! Ich weiß nicht, wie schnell das ist. Ich bin noch nie von dem Ding weggelaufen. Anscheinend ist das nicht so... Hab nichts gesagt. Das hab ich sowas von gesehen. Ich hab S gedrückt, rechtsklick sporadisch. Lass mir zu, das von in den Schrank springen. Jetzt hab ich das nicht gesehen, halt. Freue ich mich. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hin muss. Wie weit weg ist es? 90 Meter. Dann laufen wir auch mal da lang, glaube ich. Guck mal, es kommt nicht so schnell wieder. Ne, ich laufe doch schon wieder falsch rum, oder nicht? Naja. Bin hier durch. Wird eine Abkürzung sein, glaube ich. Die Person mal, übrigens am Anfang der Folge. Da sieht man das Blut. Und da die Spur. Glaube ich zumindest. Hier waren wir doch gar nicht in dem Raum, ne? Mal sehen, was haben wir hier?
Das Alien. Oh Gott. Ja, es ist dicht. Schön zurücklehnen und nichts machen. Ist immer noch da? Ich glaube ja. Aber ich traue mich auf den Radar zu gucken. Oh, ja, hallo. Ja, ich glaube, es geht. Mal raufgucken. 40. Entfernt sich langsam. Ja, doch. Gucken wir nochmal hier. Wir gehen darum, darum und dann darum. Diesmal nicht falsch abbiegen. So. Ich glaube, es ist unsere Chance zu laufen. Wie ist es so schnell wie er hingekommen? Das kannst du mir doch nicht sagen. Ach Mann. Du dämliches Vieh. Egal. Jetzt sind wir wieder am Speicherpunkt. Man könnte diesmal in die richtige Richtung laufen. Hoffentlich. So. Hier raus. Links ist abgeschlossen. Haben wir ja schon gesehen jetzt, ne? Also wir müssen einmal komplett geradeaus durchlaufen und dann einfach den Kreis rum. Was ist da hinten? Da tropft nichts. Jetzt komplett geradeaus durch. Wir gucken trotzdem mal zur Tür. Vielleicht kann man die jetzt irgendwie aufmachen. Ne. Laufen jetzt einfach los. Oh Gott, ich war fast reingelaufen. Okay, einfach durchlaufen. Ich höre es hier irgendwo. Ich sehe halt nicht, dass es so blitzt. Ah, ist wieder hier oben drin. Nicht mehr weit. Hier rein. Was ist hier nochmal? Ach, hier sind wir. Ich würde sagen, geht zum Speicherpunkt. Da haben wir schon mal ein bisschen des Weges gespart. Sehr gut. Ja, wirklich überschreiben. Oder? Also ich denke mal. Kann es sein, dass ich jetzt noch weiter weg bin, als wo ich hin muss, aber ich glaube noch nicht. Ich denke schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 85 Meter. Gut, ich glaube jetzt hier rechts rum. Schön auf die Decke achten, jo. Nein, bitte mach jetzt keine Ärger. Ob der denn jetzt wieder her? Die sind doch schon alle gestorben, oder nicht? Wo ist er? Ach Mann. Zwei Stück. Obwohl das eine ist, glaube ich, das Alien. Das bewegt sich sehr schnell. Das ist gerade aus dem Lüftungsschacht gekommen. Ich hoffe nur, das Alien geht hier den Typen holen. Anscheinend ist es einfach weggelaufen. Gibt es den Schrank zu verstecken? Nee. Doch, da. Ich mal kurz hier reingucken. Dann hier einmal auf den Tisch. Dann mal auf die Karte gucken. So, wir müssen halt hier hinkommen. Ich vermute mal, dass es hier irgendwo einen Weg gibt. Vielleicht kommen wir da jetzt wieder durch oder so. Keine Ahnung. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder fast tot. Ach ja, wir haben ja den ganzen Fortschritt zum Craften verloren. Stellen wir uns hier mal ein paar Medikits her. So, herstellen. Dann können wir uns auch mal eine Blendgranate herstellen. So. Eine Rauchbombe. Genau, Rauchbombe ging nicht, aber ein Geräuschemacher können wir uns herstellen. Bewegt und kein Geräusch gemacht. Eigentlich dürfte es nicht wissen, dass wir hier sind. Oder? Ich bewege mich einfach nicht. Oder so ein bisschen vielleicht. Tür ist zu. Okay, es geht. Dann scheinbar Medikit benutzen. So, heilen. Wollen wir wieder rausholen. Ein Radar checken. Und los geht's.
Ja, die Tür ist offen hier. Da müssen wir hin. Sehr gut. Wurf auf. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Ich bin einfach in irgendeine Falle gelaufen. Ist es tot? Nee, ne? Wär witzig. Selbst ich es überlebt. So. Feuer. Rechts rum. Hoffe ich mal. Was auch zu hoch. Passen wir, glaube ich, durch. Da ist eine grüne Tür. Gibt's hier noch Loot? Sieht mir nicht so aus. Okay, Alien ist weg. Keine Ahnung wohin. Wer ist er hier? Hallo? Revolvermunition? Ah, Komponente. Irgendwas Brauchbares, nicht wirklich. Da können wir was abspielen. Remingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Ja, ich denke mal, der Zwischenfall auf der Krankenstation wird dieses dämliche Alien gewesen sein. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier scheint mir eine Sackgasse zu sein. Gehen wir noch weiter rechts rum. Geht's hier durch? Sieht mir nicht so aus. Wo muss ich denn hin, oder? Da ist zu. Hier war doch auch zu, ne? Oh, da liegt jemand. Hat er was? Nichts Brauchbares. Hier ist auch zu, hä? Tür verschlossen. Da lang geht's auch nicht. Ne, haben wir. Okay, keine Ahnung. Wird alles auseinander, aber wohin muss ich? Kann ich die Karten benutzen? Ja. Mal sehen. Hier war doch richtig. Gucken wir nochmal da rein. Hab ich irgendwas übersehen? Nee, ist der falsche Raum. Hier müssen wir durch. Tür verschlossen. Wie krieg ich die auf? Gibt's irgendwas zum Drücken? Drücken, drücken, drücken. Da. Hä? Warte, was? Was ist passiert? War ich zu langsam? Och, nicht euer Ernst. Jetzt bin ich irgendwo wieder, ne? Und hat er automatisch gespeichert bei der Explosion? Na, natürlich nicht. Ja. Lass uns so alles wiederherstellen, ne? Ja, gut. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Laufen jetzt einfach durch. Einfach durch, einfach durch. Rechts, gleich wieder links. Und hier durch. Da kommt sowieso gleich eine Cutscene, wir können durchsprinten. Wenn es aufgeht, bitte geh auf. Cutscene. Okay, sicher. Puh. Das Alien gerade hinter mir gehört. So, was ist denn passiert? Da sind nicht irgendwelche Sensoren drin? Ach, da in der Mitte waren überall gelbe Fässer mit, keine Ahnung, TNT oder so. Keine Ahnung. Wer hat die Falle gestellt? So, diesmal ein bisschen aufs Leben achten. Gucken, ob es automatisch runtergeht. Gut, entkommen sie. Ah, wo lang? Einmal looten hier. Gibt nichts Brauchbares. Gucken wir jetzt hier nochmal hin. Gibt es irgendwo einen Knopf? Sieht nicht so aus. Das Leben runter, ja, das Leben geht runter. Okay, wir werden gleich ein Medikit, wenn es zu knapp wird. Hier nochmal hingucken. Leer.
Kann man nur für Überbrückung machen? Keine Ahnung, was das bringt. Auch leer. Kann man abspielen. Haben wir ja schon gehört. So, wir heilen uns mal kurz. Medikit. Heilen. So. Hier ist nichts, ne? Nur für Überbrückung. Das macht nur die Tür zu, ne? Kann ich auch durch? Ne, kann ich nicht. Toll, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Oh, ich komme nicht mehr raus. Doch, gut. Ja, was soll ich denn hin? Tür verschlossen. Hier ist auch zu. Irgendwo noch ein Computer zum Drücken der Taste? Nee. Oh, das hier doch noch was. Habe ich irgendwas übersehen? Hier dran vielleicht? Nee. Der war auch leer. Oh, Schrott hat er. Wenn wir keinen Schrott tragen können, ist er so gut wie leer. Hier ist zu. Was ist das hier? Oh, da konnte ich benutzen gerade. Oder nicht? Ich hab ganz kurz eh aufploppen sehen. Da, klettern? Hä? Was? Nach oben? Ach, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt irgendeine brennende Leiter hochklettern muss. Achso, Tasten bewegen. Ich bin am E-Spam noch. Sitzen hier, ne? Das wäre das E-Kram nicht kurz aufgeploppt, wäre ich hier niemals lang gegangen. Keine Ahnung. Hätte ich hier niemals gesehen. Alter, was? Das war knapp. Jetzt soll ich da rüberspringen, oder wie? Ja. Ich spam schon mal eh. Perfekt. Hoch da, ich sterbe auch gleich. Wie ist der bitte da hochgekommen? Das ist Respekt, da wäre ich niemals hochgekommen. Schnell Medikit verwenden. Und drücken. Komm, komm, komm. Dann schnell weiter. Wohin müssen wir? Ich denke mal hier lang. Da ist zu. Frage, wo das Alien hin ist. Jetzt ein bisschen runter. Okay, ich glaube, wir sind halbwegs sicher. Ich glaube, wir verlieren keine Leben mehr. Oder? Sieht nicht so aus gerade. Bitte sag, dass hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Okay, einmal runterklettern. Mal sehen, wo es hingeht. Ich war ziemlich tief. Wo sind wir jetzt? Ein enger, dunkler Lüftungsschacht. Ah, hier geht's noch weiter runter. Jetzt habe ich gar keinen Plan mehr, wo wir sind. Ionenschneider. Ich weiß aber immer noch nicht, hier wird's hochgehen. Wir nehmen einfach den Fahrstuhl und fahren weg. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe mal, da oben gibt es einen Speicherpunkt. So, bringen Sie die Medizin zu Taylor. Ist auch alles hochgegangen. Müssen wir hin? Ah, da. Finden Sie einen alternativen Fahrstuhl. Okay. Was ist da? Ethanol. Brauchen wir nicht. Da brauchen wir Ethanol für Medikits. Die gehen uns langsam aus. Sensor, nee, Komponente, Bindemittel und Impfpistole. Stellen wir uns mal ein paar her. So, kurz für Medikits hergestellt. Sollte hoffentlich erstmal reichen. Hier haben wir Schrott, nehmen wir mit. Super, splendid. Ist da irgendwas? Ich meine, da liegt irgendwas oder sitzt irgendwas. Nicht ganz sicher, könnte noch, oh ne, sind Kabel, okay. Weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe sicher selber den Sensor. Niemand zu sehen. Gut, fangen wir einfach mal den Weg. Ich dachte kurz, hätte wieder Schritte gehört, aber ich glaube nicht. Okay, hier geht's runter. Da haben wir noch einen Sensor. Und das war's.
fehlt ein Teil. Oha. Das muss ich in Ordnung bringen. Speicherpunkt. Finden Sie einen Kompressionszylinder für den Aufzug. Okay. Ach, nicht euer Ernst. Ich höre Schritte und Menschen. Schleichen wir uns einfach mal durch und gucken, was passiert. Ist das ein Mensch oder ein Alien? Okay, ich habe das aufgemacht, ne? Nicht, dass das Alien gleich da rauskommt. Nee. 9 Meter? Oder 9... Was auch immer. Scheint wieder über mir zu sein. Könnten wir klettern? Die stehen einfach rum. Fragen wir uns da jetzt vorbeischleichen. Oh, oh, oh. Hast du das gehört? Ich komme nicht rein, ernsthaft? Seht ihr mich? Du überstrapazierst dein Glück! Die Zeit ist fast um. Was wollen Sie tun? Okay. Die haben mich gesehen. Ein Schuss, ich bin... Ach, komm schon. Egal. Wir haben einen Speicherpunkt direkt hier. Und wir haben noch nie irgendwelche Munition gebraucht. Und ich glaube, das Alien können wir sowieso nicht töten. Also gucken wir mal, ob wir das abkönnen. Anscheinend ja. Was tut? Ja, das ist doch so unfair. Ja, ja. Hol doch mal lieber die anderen als mich. Irgendwas hat das doch gegen mich, das kann mir auch keiner erzählen. Gut, wir gehen zurück zum Schleichen über. So, dann gehen wir hier rein. Und guck mal, wo es hingeht. Das sieht nicht gut aus. Oder? Ne, da ist nix. Wir gehen einfach mal hier durch. Gucken, wo es hingeht. Hoffen wir, dass das Alien gleich hier ein bisschen aufräumt. Da ist einer. Da kommt hier nicht rum, glaube ich. Zum Glück. Nee. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Da stehen zwei Leute, gucken aber in die andere Richtung. Gehen wir hier durch und unten durch. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben einen Bedarfsandroiden an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unterliegt etwas offen. Okay, Francis, Ende. Arschloch, wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Okay, anscheinend kann man so eine KI fragen, wenn man den Fahrstuhl repariert. Frage, ob wir das auch machen müssen? Weil wir wissen eigentlich schon, dass es so dieser Zylinder fehlt. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie, aber... Was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Oh. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe gehört, Waits hatte einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Okay, die Falle kam also von Waits. Eigentlich keine schlechte Idee, so eine Fernsprengladung, um das Alien hochzujagen. Hätte klappen können. Aber leider hat es gleich mit erwischt. Ich pack das nicht viel länger. Was ist denn denn hin? Ich glaube, hier unten ist einfach nur ein kleiner Lootraum. Sehe. Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Ja, ne, der hat recht. Sind wir hier reingekommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sehen, was hier hinten abgeht. Hier geht's raus. Sind wir hier reingekommen auch? Nee. Also, jetzt kann ich natürlich nicht erkennen, ob hier jemand ist. Um 20 Meter. Direkt vor uns. Fernt sich aber. Komm, wir klettern einfach. Schnell, schnell. Oh Gott. Und hoch, und hoch, und hoch. Ich weiß nicht, ob wir hoch müssen, aber hoch. Zigarette töten. Als wenn das nicht mitgekriegt hat. Okay, wir sind oben.
Schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Kann ich nicht aufstehen? Jetzt kann ich aufstehen, okay. Sind da unten noch am Stehen? Ich hoffe mal, die können nicht durchs Glas gucken. Aber ich denke mal nicht. Sind hier oben noch Leute? Laut Sensor nicht. Ich bilde mir das nur ein. Mal sehen, was hier abgeht. Karte. Oh, ist aber ziemlich groß hier. Hier haben wir eine Leuchtfackel. Auch noch Informationen. Na gut, gucken wir mal hier rein. Ah, Fehler. Sehr gut. WY sind Jahre voraus. Bericht Smythe? Keine Ahnung. Leiter der Synthetenentwicklung. Haben soeben die Baupläne für den 120A/8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unserem Maulwurf zahlen, aber Sixen wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Wayland Yutani ist das alles alte Technologie. Aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und all ihre Ableger sind uns um Lichtjahre voraus. Okay. Ach, wollte nicht rausgehen. Komm wieder rein da. So, hier haben wir Audio. Gucken gleich mal. Und Bericht ist... Und Zubehör ist wieder fehlerhaft. Okay. Audio abspielen. Ich habe mir Ihren Bericht über die Wayland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und $8,000-Anzüge. Das läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Ja, anscheinend waren diese Hiwi-Kill-Androiden ein bisschen unterentwickelt. Und dann haben die wahrscheinlich irgendeinen Blödsinn gemacht und jetzt sind die komplett durchgedreht. Aber egal. Lange die uns jetzt in Ruhe lassen. Da ist ein Speicherpunkt, sehr gut. Was haben wir hier? Rauchgranate Version 2. Und erstmal speichern. Sehr gut. Und gespeichert, perfekt. Mal sehen, hier ist noch ein Terminal zum Lesen. Das Hiwi-Geschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächst halt auf unserer Tour ist der Systech-Turm mit den Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen die Apollo-Synthet eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung von automatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Ja, so klingt es nicht so vielversprechend. Mich würde es jetzt nicht überzeugen. Russell, die von oben wollen eine komplette Übersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Smite. Okay. Beigeben, fehlerhaft. Audio, fehlerhaft. Zubehör, fehlerhaft. Okay. Mal auf die Karte gucken. Jetzt sagen wir einfach weiter nach rechts. Oh. 50 Meter? Hier scheint mir was entgegenzukommen. Wir werden bald schlafen müssen. Passen gut auf, dass jetzt keiner sieht. Obwohl, wir haben ja gerade gespeichert, ne? Das heißt, selbst wenn wir entdeckt werden, ist es nicht so schlimm. Schritt ist wieder hier. Bleib bloß weg, du blödes Alien. Okay. Wir haben eine offene Tür. Oh, Komponentenlager. Das ist noch etwas, was sie brauchen. Wenn es irgendwo einen Zylinder gibt, dann hier. Okay, wir haben hier eine Treppe, zwei Türen und dann hier noch einen Durchgang. Wieder ordentlich Auswahl. Wir haben hier Molotow-Cocktail. Klingt nicht schlecht. Wir gucken aber erstmal hier rein. Fehler? Morgen gemeinsam. Sexens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Unser bemerkenswerter Wachstum. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit. Mit verlässlichen Komponenten, die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahre 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Schickard, Washington? Auf dem Mond. Keine Ahnung. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und
Entwicklungen hielten stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zum Marktführer bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattungen und Baumaterialien wurde. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Siegson. Wir nahmen den Namen, nachdem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten, und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu. Und den Stern. Ja. Laut dem letzten Bericht hat das wohl nicht so gut geklappt. Zubehör ist fehlerhaft, Audio können wir kurz reinhören. Haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Siegson zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Vergeigen Sie das nicht. Spedding Ende. Okay, Schlüsselkarte benötigt. Wo sind wir jetzt gelandet? Nutzen Sie einen Androiden zum Zugang. Okay. Einfach mal kurz einen Blick auf die Karte. Da müssen wir rein und hier gibt es anscheinend einen Androiden. Gut, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Aber eigentlich habe ich keinen Bock, den da freizulassen. Strom wiederherstellen, das war ja klar. Da könnten wir uns verstecken. Ich hoffe mal, das brauchen wir nicht. Gar nicht gruselig. Wie er da einfach durchguckt. Auf jemand drum? Der mir? Wahrscheinlich ist Alien wieder in irgendeinem Lüftungsschacht. Das blöde Vieh. Okay, ich denke mal, das wird nur ein Rundgang sein. Gucken wir uns einfach weiter vorsichtig um. Was haben wir hier? Speicherpunkt. Sag ich nicht nein. Sehr gut, sind wir schon mal sicher hier. Was gibt's hier noch? Da liegt eine Leiche mit einer Schlüsselkarte. Oder Ausweiskarte eher gesagt. Was kann man mit denen eigentlich machen? Wir haben schon so viele gefunden, aber noch nie gebraucht. Benutzen? Was ist das? Sicherheitszugangsgenerator Version 2. Oh. Das heißt, es ist wieder so ein Hackteil, nur ein besseres. Das ist also immer gerätunzureichend, okay. Jetzt können wir also auch fortgeschrittene Türen öffnen. Frage nur, wo so eine Tür ist. Oder können wir mit denen auch wieder Strom anmachen? Nee, ne? Ne, hat doch keinen Sinn gemacht. Ich denke mal, da müssen wir die Leiter hochklettern. Das da oben sieht ziemlich versprechend aus. Mal sehen. Hier müssen wir rein. Ich denke mal, dafür müssen wir da hoch vorher. Wieder einige Räume hier. Noch ein Speicherpunkt. Das heißt nichts Gutes. Viele Speicherpunkte heißt meistens, man stirbt halt ziemlich oft. Okay, ich denke, hier können wir den Strom wieder anschalten. Bevor wir das machen und solange wir noch Ruhe haben, gucken wir uns erstmal hier oben um. Vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere Wege. Hier könnten wir uns zum Beispiel reinhängen. Mein Gott, was ist passiert? Soll das Giftgas sein, dieser grüne Nebel oder wie? Na toll. Da war auch nicht viel Leben gezogen. Das hier? Das ist mehr geworden, oder? Das ist ein Zeichen mehr. Na toll. So wie so ein Thema besseres Gerät. Mal sehen. Was geht hier ab? Noch mehr Informationen auf jeden Fall. Bedarfs Androiden. Spedding, jetzt wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager. Aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzesoffen in Guilds Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Okay, scheint kein allzu guter Arbeitgeber zu sein. Aus wollte ich es eigentlich noch nicht. Mal sehen, freigeben. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten. Bezüglich des defekten Aufzuges vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben tausende andere Sachen zu tun. Die Reparaturen finden also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B.
Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich nur in Ruhe lassen. Das schief. Kein Audio und Zubehör ist fehlerhaft. Hören wir hier mal rein. Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androiden-Vorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androiden-Stilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Okay. Der Verkaufsversuch hat wohl nicht so gut geklappt. Dann schauen wir mal den Strom wieder her. Da war's. Zack. Ja, das war was Einfacheres hier. So, gut. Stromversorgung für Bedarfsandroiden online und bereit für Aktivierung. Okay, jetzt sollten wir unten den Typen aktivieren können. Okay, das ist ultra laut, das hat doch jeder gehört jetzt. Aber es scheint nichts zu passieren unten. Gut, dann speichern wir nochmal und gehen wieder runter. Ich hätte vielleicht vorher auf den Radar gucken sollen. Egal. Keiner hier, sehr gut. Noch keiner hier zu sehen. Dann gehen wir mal rüber zum Androiden und fragen mal, wo das Teil ist. Auch wenn wir gerade schon gelesen haben, wo es ist und wir es uns selber holen könnten, denke ich mal. Aber egal. Benimm dich. Moin. Letztendlich aufgetaucht habt, der wollte mich umbringen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Ja. Dann mal los. Wofür auch immer wir den jetzt brauchen. Wahrscheinlich, um die Tür aufzumachen. Na los. Okay, jetzt habe ich meinen Freund. Falls das Alien kommt, darf er zuerst gefressen werden. Ja, er kennt das Passwort. Oha. Das Lager ist größer als erwartet. Okay. Reihe A? Sie sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Selbstbedienung also. Hochfahren. Ethanol? Jetzt noch, ja? Ach, der Schrank bewegt sich. Was hat er trotzdem gemacht? Ich habe kurz weggeguckt. Ja, gut, dass er vorgegangen ist. Schlüsselkarte. Oh Mann, ey. Na gut, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Ich hab hier noch ein bisschen Loot. Aber wir scheinen überall nicht rüberzukommen, oder? Sieht mir ziemlich gefährlich aus. Gucken wir mal, ob wir einen anderen Weg finden. Hier ist auch nichts zum Drücken. Hier können wir was machen. Mal runterfahren. Können wir da raufgehen? Und außenrum, okay. Sehr gut. Das sieht auch ziemlich leer aus. Ne, hier haben wir irgendwas mit einer komischen Hitbox. Da ist er. Komponent B. Achso. Ich kann hier nach oben und unten einzeln auswählen. Wir fahren jetzt hier nach ganz unten. So. Können wir hier rüber? Der ist außer Betrieb. Der auch. Und hier auf der anderen Seite müsste eigentlich das Ding sein, was wir brauchen. Mal sehen, nach unten fahren. Das ist es, oder? Ja. Perfekt. Gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen? Sensor ist schon voll. Ich höre Schritte. Aber sie entfernen sich. Glaube ich, hoffe ich. Gut, dann mal zurück und den Fahrstuhl reparieren, würde ich sagen. Wo geht's da durch? Scheint eine Abkürzung zu sein. Vielleicht können wir da durch und dann irgendwie darüber.
Wir testen das mal. Oh, da ist irgendwas. Bindemittel. Nehmen wir mit. War schon mal ein langer Gang. Sackkasse und Sackkasse? Na toll. Aber immerhin gab es ein bisschen Loot. Na gut, dann wieder zurück. Müssen wir auf den regulären Weg gehen. Und vielleicht auch mal beim Speicherpunkt vorbeigucken. So. Dann sprinten wir mal zurück. Ich glaube, wir können ruhig mal laufen. Sieht mir hier alles relativ sicher aus. Da wäre noch so ein Durchgang. Auf die Karte gucken. Na komm, wir gucken einfach rein. Vielleicht ist hier eine Abkürzung. Liegt schon mal Loot. Und das war's. Okay. Immer ein kurzer Weg. Gehen wir den Hauptgang wieder raus. Und dann direkt die Leiter hoch. Komm, komm. Wo wir gesehen werden. Sehr gut. Und speichern. So. Dann zum Fahrstuhl. Und dann sind wir auch hoffentlich mal bald bei Taylor. Wenn wir noch länger brauchen, dann ist sie ja schon bald von alleine wieder geheilt. Bin hier schon seit Ewigkeit auf der Suche nach Medizin. Ich höre hier auch wieder Schritte überall. Das Alien wartet nur darauf, irgendwo rauszuspringen. Genau dann, wenn man nicht mit rechnet wieder. Klingt schon mal nicht gut. Auf die Karte gucken, wir müssen da durch und rechts, ne? Ja. Wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir oben lang gehen. Sind die Leute noch da? Ja, doch, da stehen welche. Gut, dann laufen wir oben rum. Es war ein bisschen länger, aber dafür sicher. Hören die mich? Ich glaube nicht, oder? Okay. Was? Haben die mich gesehen oder das Alien? Mich können die unmöglich gesehen haben. Hoffe ich. Aber egal. Sollen die alle noch da laufen? Ich laufe hier lang. Ist der Weg immerhin schön frei hier vorne. Gut, und hier müssen wir, glaube ich, runter, ne? Klettern, hallo? Danke. Oh, oh Gott! Ja, alles klar. Anscheinend sind nicht alle weggelaufen. Ach, Mann. Gut, dass ich nochmal gespeichert habe. Was lernen wir daraus? Sprinten ist keine gute Idee. Ja, wechseln Sie die Komponenten am Fahrstuhl aus. Ich war schon auf einem guten Weg eigentlich. Aber dann musste ich ja unbedingt sprinten. Aber wir haben nicht mich bitte gesehen. Gehört? Okay, verstehe ich noch. Aber gesehen? So, ganz leise. Ganz leise, ganz leise. Diesmal hat es anscheinend keiner mitgekriegt. Hier war noch irgendwo ein Speicherpunkt, ne? Da vorne. Falls wir sterben, haben wir immer einen kürzeren Weg. So. Dann Versuch Nummer 2. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Ruhe. Vielleicht können wir auch einfach weitergehen und müssen da gar nicht runter. Mal sehen. Ah, sieht immer noch ein Sackgasse aus. Egal. Wir gehen einfach mal ein Stückchen weiter und gucken mal, wo es hingeht. Hm. Ah ja, Sackgasse. Oh, keine Ahnung, ich hoffe mal, der steht jetzt nicht genau vor der Leiter und campt die ab. So, mal vorsichtig runter gucken. Okay. Dann hier wieder rein. So, sehr gut. Und hier sind wir meistens sicher. Solange kein Alien in der Nähe ist. Das Alien hat mir jetzt auch hier den letzten sicheren Spot genommen. Gut, ich glaube, es war hier vorne rechts irgendwo. Hier rein. Dann müssen wir auch schon gleich beim Fahrstuhl sein. Denke ich. Auch wenn die Musik wieder nichts Gutes zu heißt.
Auch wenn die Musik ja nicht so gut klingt. Kann nichts Gutes heißen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Mal sehen. Wir werden bald schlafen müssen. Kann man irgendwie rauspicken? Steuerung? Wie? Ja? Mal bitte auf hier. Ich sehe keinen. Kommt jemand? Sieht nicht so aus. Komm, schnell hoch einfach. Komm, 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 komm. Schnell. Oh, bitte nicht schießen. Komm, Rainer, Rainer. Das Alien kommt. Oh, die Trottel haben es angelockt. Ja, super. Bitte nicht. Das ist jetzt ein Lüftungsschacht, die bei mir ist. Ich hör's doch. Wieso geht er auf? Oh, da steht's. Okay, dann machen wir einfach mal einen Abgang. Auf einmal nur noch ein Punkt da. Ist aber schnell gestorben. So, ganz ruhig. Und ganz leise bis zum Speicherpunkt. Sehr gut, es guckt nicht. Rainer. Komm rein, Rainer, Rainer. Bitte, 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 bitte. Ich hör's laufen, glaube ich, oder? Oh. Okay, es kommt, guck grad nicht. Rainer mit. Oh, es ist laut. Dauert das lange? Nein, dauert nicht lange. Komm. Schnell, schnell, schnell. Oh. Alter. Das war nochmal knapp. Ich würde auch nochmal ein Medikit benutzen. Schon wieder fast tot. Ah, davon hätte er mich getroffen mit der Waffe. Gut, wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Finden Sie den Ausgang zum Synthetenflüssigkeitswerk? Vielleicht muss ich dann noch, bis ich zu Taylor komme. Was passiert jetzt hier? Na gut. Ich würde sagen, das ist ein Problem für die nächste Folge. Wir speichern hier und dann war's das. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich es bis zu Taylor schaffe mal, aber irgendwie nicht. Wird wohl noch ein paar Folgen dauern. Naja, immerhin sind wir zum Ziel ein gutes Stückchen dichter gekommen, würde ich sagen. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann bis zur nächsten.